Hallo ihr Schnuckis, heute ist ein schöner Abend und es läuft nicht wirklich was im Fernsehen und habe ich gedacht, Mensch, bei der Chrissy Cosmetics habe ich gerade, oder Cosmetic, habe ich gerade einen geilen Tag gesehen und habe gedacht, ah, dann mache ich euch doch ein Video jetzt hier schön fürs Wochenende und wollte euch auch eine kleine Neuigkeit überbringen für die, die es interessiert, die mich vielleicht nicht auf Facebook verfolgen. Ihr habt super die Daumen gedrückt, ihr Schnuckis. Habt ihr super toll gemacht. Ich habe den Job bekommen. Ich fange am Mittwoch an zu arbeiten. Direkt in der Spätschicht. Aber ich freue mich total. Und bin wirklich super neugierig, wie ich mich da schlage und wie das alles so klappt. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche auf Facebook. Ihr seid wirklich immer süß. Ich freue mich immer mehr. Es kommt immer mehr von euch zurück und das macht mich total... Oh, freut mich. So, ihr Süßen, dann fange ich auch mit dem Tag an. Das ist ein bunt gemischter Tag, den sie sich selber, glaube ich, ausgesucht hat. Ich fand die Idee übrigens sehr gut, dass sie die, die sie taggt, zum Anfang genannt hat. Wir müssen nämlich die, die getaggt sind, genauer hinhören. Weil das... wenn sie nett sind, auch beantworten. Ich habe Leute getaggt, wo ich weiß, einmal die machen gerne Tags und einmal, wo ich besonders mir wünschen würde, dass sie an diesem Tag teilnehmen, weil es mich auch interessiert, wie die Leute das beantworten würden, ja? Einmal tagge ich die Rickylicious, dann die liebe Nettmann-Freundin. Ich finde, sie macht viel zu wenig Tags, genauso wie Knuffi 2006. Da würde es mich auch extrem interessieren, gerade so die persönlicheren Sachen. Würde ich mich super freuen, wenn ihr da auch mitmachen würdet. Bambi Loves You, eine sehr süße. Dann die Hydraulik, die Isle of Fashion und ich erwähne sie und sie weiß, warum ich das bestimmt sage. La Dupa, Schnucki, ich erwähne dich in meinem Video gerne. Weil ich glaube, sie wurde gar noch nie so wirklich viel erwähnt in Videos und freut sich da bestimmt tierisch, wenn der ein oder andere mal bei ihr vorbeischaut. Ich mache doch Sporty Clips und so. Das findet ihr aber bei mir gar nicht. Eine total nette, ihr könnt ja da mal vorbeigucken. Okay, ja? Also La Dupa, du bist auch gecheckt. So, wenn ihr euch fragt, warum ich so eine sexy verrauchte Stimme habe, ihr wisst, ich bin noch erkältet und Mockfliege. Ich habe einen Fliegen. Ich habe voll die Fliegen hier zu Hause. Ich weiß gar nicht, warum. Das nervt mich total. Dabei ist es doch so kalt. Warum kommen die alle hier rein? Ja, also fangen wir an mit diesem Tag. Tag Nummer 1. Punkt 1. Bist du Social Network bzw. Community-süchtig? Community-süchtig würde ich gar nicht sagen. Internetsucht, die passt schon. Also wer morgens aufsteht und der erste Gang zum Laptop ist, den schon mal einschalten, damit, wenn man alles hinter sich gebracht hat, sich ransetzen kann, würde ich das schon ein bisschen als Suchti bezeichnen. Also würde ich mich da ein wenig reinsehen. Community selber, klar, man war schon öfters mal in irgendwelchen Communities drin. Auch noch nie so wirklich gesehen. Klar, ich gehe gerne auf Facebook, YouTube und so. Also gerade seit ich Videos mache, total gerne. Also auf jeden Fall täglich. Ein bisschen. Zweitens, würdest du lieber auf TV oder Internet verzichten? Auf TV, klarer Fall. Drittens, hörst du Radio? Wenn ja, welche Sender am liebsten? Okay, hier in Berlin, ich höre KISS FM, RTL, Energy, Switch immer hin und her, wo das Beste gerade läuft. So, liest du Zeitungen oder Zeitschriften? Ja, ich kann lesen, aber ich kaufe mir nicht täglich eine Zeitschrift. Nö. Alles, was ich hören muss, höre ich über Radio, Internet und... über Internet hören? Lese ich dann über Internet, Radio oder Fernsehen? Muss hier, dürft nicht wundern, warum ich hier mal ablese. Sag mal, brauche ich auch eine Brille? Nee. Machst du dir groß was aus Handys? Also wenn ihr euch mein Handy anguckt, wie heiß das schon aussieht. Mein Handy kriegt jetzt bestimmt wieder hyperventilierende Anfälle vom Video, weil er sagt, oh mein Gott, da sind jetzt so viele Kratzer drin. Macht mich mal schön mit Folie und so. Das ist mir Latte. Es ist ein Gebrauchsgegenstand. Für mich ist ein Handy ein Gebrauchsgegenstand. Es muss das Wichtigste können, was ich haben möchte. Also... und mehr nicht. Nee, ich muss auch nicht das Neueste und Specialigste haben. Das ist mir völlig Latte. Hauptsache, ich habe die Funktion, die ich brauche. Und wenn es mal runterfliegt, dann fliegt es runter. Dann bricht bei mir nicht die Welt aus. Bricht bei mir nicht die Welt zusammen, meine ich.
Hast du Notebook, Rechner, Tablet, PC? Ich habe Netbook, einen Laptop. Alles andere ist entweder kaputt oder brauche ich nicht. Meine Lieblingsbücher, alles was so gerade so ein bisschen Vampirkram-mäßig, bin ich noch ein bisschen drauf. Und Familiensagas, die so auf mehrere Bücher aufbauen, also generell Geschichten, die viel aufeinander aufbauen, sowas finde ich gut. Würdest du eher auf Bücher oder auf Filme verzichten? Gute Frage. Nächste Frage. Ich würde eher auf ein Buch verzichten, was mir aber auch sehr schwer fallen würde. Lieblingsserien. So, kommen wir einmal zu Serien, die ich momentan gucke. Das ist also auch nicht so, dass ich da hänge und sage, oh, Viertel nach acht, ich muss jetzt hier an den Fernseher. So nicht. Wenn ich es gucke, gucke ich es. Wenn ich es verpasse, ist auch nicht schlimm. Also ich sterbe da nicht oder so, wie manche vielleicht bei GZSZ oder so dann sagen, oh, ich verpasse was oder so. Nee, so ist es nicht bei mir. Also früher, Criminal Minds gucke ich gerne, Two and a Half Men, Lie to Me. Ich gucke auch wirklich tagsüber gar kein Fernsehen. Wenn dann eher in die Nacht rein, also von abends bis nachts, also läuft es dann eigentlich nur parallel. Und wenn ich dann abends um 12 ins Bett gehe, was sich jetzt auch bald ändern wird, wenn ich arbeite, gucke ich halt so mal ein paar Serien, die dann laufen. Zwangs oder hier CSI New York oder Miami oder so, gucke ich auch ganz gerne mal. Früher habe ich unheimlich gerne, und das habe ich, hat die Chrissy Cosmetic auch gesagt, Ally McBeal, also wenn ihr Ally McBeal nicht kennt, dann zieht euch das wirklich mal rein. Ich kenne wirklich alle Folgen und ich liebe diese Frau. Es ist einfach völlig abgedreht, diese ganze Serie. Jeder hat irgendeinen Spleen und das ist total geil. Also es macht richtig Spaß und ist so, ja. Kann man schwer erklären, Entschuldigung. Aber es ist wirklich sehr, sehr geil. Man kann immer gut lachen und... Früher habe ich unheimlich gerne auch Roswell geguckt, da habe ich die ganzen Staffeln zu Hause. OC California genauso, habe ich auch alle zu Hause. Dark Angel habe ich gerne geguckt. Ja. Elias die Agentin, kennt das noch jemand? Jennifer Garner fand ich auch sehr gut. Mock, geh weg. Mann, ey, ich werde bedroht hier von den Fliegen. Und was ich ganz, ganz früher gern geguckt habe, das habe ich euch auch schon mal erzählt, Beverly Hills 90210, habe ich mir auch vor ein paar Monaten erst alle Staffeln reingezogen, Leute, ey, das war der Hammer. Ich weiß nicht, einen Monat, glaube ich, lang, habe ich jeden Abend mir Beverly Hills 90210 reingezogen und das war sehr geil, das war wirklich sehr geil, da wieder so einzutauchen, so. Ach, man ist ja auch schon ein bisschen alt jetzt. Ja, Lieblingsfilm, nächster Teil. Ich hatte jetzt mal kurz überlegt, Lieblingsfilme, mir fällt nicht wirklich viel ein. Also letztens habe ich erst noch mal geguckt beim Leben meiner Schwester, den kannte ich auch schon. Sehr, sehr traurig, ein extremes Drama. Extrem toll gemacht und auch sehr gut gespielt. Aber ihr müsst wirklich Rotz und Wasser heulen. Ich sag's euch, Leute, ich habe jeden Tag danach habe ich so eine dicken Augen. Es ist wirklich hart, aber wirklich zu empfehlen. Green Mile, auch heulig, auch wie ein Schlosshund, also auch, und den finde ich auch extrem hart. Mit dem Mäuschen und so, ganz furchtbar. Braveheart mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich heule immer an den gleichen Stellen und ich gucke ihn wirklich bestimmt einmal im Jahr, sicherlich. Lethal Weapon, alle Teile finde ich grandios lustig und total gut besetzt und mag ich total gern. So, was haben wir noch? DVD-Abend oder Kinobesuch? DVD-Abend. Wenn du in einem Film mitspielen dürftest, welches Genre würdest du wählen? Entweder Comedy oder das Extrem halt Drama. Das wären die beiden, die mich am meisten interessieren würden. Mit welchen Serien, Film, Buchcharakter bist du verwandt? Keine Ahnung, eine Mischung zwischen Chaot, nett, na, freundlich, keine Ahnung, habe ich keine Ahnung. Ich würde mich zu keinem zählen, also mir fällt jetzt keiner auf Anhieb ein. Welchen Star würdest du gerne mal in echt treffen? Oh, Jemini.
Oh Gott, ich bin nicht so ein Typ, der sagt, oh, ich finde den ganz toll. Obwohl, Julia Roberts finde ich total toll, also als Schauspielerin. Hier Sandra Bullock finde ich auch sehr, sehr geil. Aber würde ich die gern treffen wollen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Kerle fallen mir, glaube ich, mehr ein. Wen gibt es denn da alles Leckeres? Oh mein Gott. George Clooney, Leute. Da würde ich sogar eine Nacht beim Mann vergessen. Nein, Spaß. Nee, George Clooney finde ich gut. Oh Gott, es gibt so viele. Es gibt so viele Leute. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt wirklich nichts auf Anhieb ein. Ich will euch das ja auch nicht zu lang machen hier. Hast du Lieblings-PC-Konsolenspielen? Also da bin ich nicht so ein Typ zu. Also PC-Spiele gar nicht, weil mit meinem scheiß Netbook momentan kommt ja gar nichts klar. Aber wie spiele ich gerne? Aber ich bin auch nicht so der Zocker mit irgendwelchen Sachen. Ich spiele am liebsten Super Mario Hüpfspiele. Ich jumpe mal so durch die Gegend, am besten mit Yoshi und so. Finde ich total geil. Habe ich schon früher auf dem, wie heißt der, Super Nintendo? Nee, ja doch, Nintendo, Super Nintendo. Habe ich das schon geliebt, Leute. Dann bin ich auch mal hüpf. Früher ein Ex-Freund von mir hatte hier Tekken und so eine Kampfspiele. Da sitze ich wirklich so. Drücke wild alle Knöpfe und alle Kombinationen und der war immer stinkesauer, weil ich dadurch immer gewonnen habe, weil ich wie wild, weil ich immer Schiss gekriegt habe, wenn die mich gebufft haben, ja. Und dadurch habe ich mal alle Knöpfe gedrückt und habe irgendwelche Special-Kombis da rausgeholt. Aber das habe ich nicht gerne gespielt, das war dann nur so, weil ich musste. Ja, aber sonst so auf der Wii sind Zumba noch. Oder wie so eine Denkspiele hier. Das gibt es ja auch hier von einer wie so Brettspiele. Das finde ich auch ganz witzig. Welche ist deine Lieblingsmusikrichtung? Ja, ich bin eher so der Hip-Hop, Soul. Aber auch gemischte Musik. Auch mal ein Schlager auf Partys oder so. Also, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich eher sagen so Hip-Hop, Soul, Pop. Das ist so Michael Jackson hier. Yeah. Ja, das ist so mein Ding. Welche Bandsänger fandest du als Kind Teenie toll? Eindeutig, ich war ein abgöttisch heiliger Michael Jackson-Fan. Als Kind habe ich mir eine schwarze Hose angezogen, Hut aufgesetzt und habe bloß gemoved. Michael Jackson definitiv hat mein Leben geprägt. Soll ich jetzt noch peinlich werden? New Kids on the Block. Bisschen Backstreet Boys. Aber ich war nie so hier mit Poster und so. Obwohl bei New Kids on the Block, muss ich zugeben, doch. Aber bei allem anderen danach nicht mehr. Ja, oh Gott, das ist peinlich. Oh mein Gott. Ja. Wie bist du zur YouTube-Community gekommen? Ganz unspektakulär. Mein Händchen hat irgendwas immer gesagt. Kennst du den Guru? Den Guru? Sag ich. Was willst du mir mit Guru? Naja, der YouTube-Guru. Dann sage ich, was für ein scheiß YouTube-Guru. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, was ein Guru ist, was überhaupt irgendwas ist, ja. Bis er mir denn das mal wirklich gezeigt hat. Ja, und da, bla. Und dann kann man da auch so. Und Beauty-Videos hier und da. Und habe ich gesagt, Mock. Haben sich wieder ganz andere Welten für mich eröffnet. Ja, und da bin ich dazu gekommen. Durch den YouTube-Guru. Wer auch immer das sein mag. Ja, das war's, Leute. Wir sind durch. Oh Gott, ihr Armen, es wird wieder ein langes Video. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ihr Süßen. Und natürlich einen super schönen Wochenanfang. Nächste Woche kommt ja meine Contest-Auflösung, glaube ich. Wer noch nicht beim Contest mitgemacht hat, ich verlinke hier nochmal das Video. Das geht jetzt noch bis zum 31.10. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.